Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar reden wir heute über den Drachen, den neuen vom Doom Tower. Kann mal gucken, wie der genau heißt. Das war Iragos oder Iragos, denke ich, wird da gesprochen. Und der ist nicht ohne, aber auch dort gilt es wieder gewisse Mechaniken zu beachten und schon kann man ihn schaffen. Natürlich sind manche Champs wieder von Vorteil und manche nicht und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Der Account, den ich hier nutze, ist ein Test-Account, den wir vom Plarium bekommen haben. Deshalb nicht wundern, wenn die 1,8 Millionen Silber sind. Das ist ein reiner Test-Account, der ist in ein paar Tagen wieder weg. Aber hier habe ich die Möglichkeit, euch etwas zu zeigen für den Doom Tower. Ganz wichtig, Leute. Schaut mal, Level 12, nur seltene Magie-Champions. Das ist 310 Level. Das ist nicht ohne. Das war vorher für Stufe 3, das wird nicht mal Stufe 12. Das wird echt heftig. Egal, kommen wir zum Boss. Ich selber spiele mit dem Team. Hier gibt es mehrere Sachen, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Unter anderem Iron Brago hat durch seine Aura mit 34% einen enormen Defense Boost. Dazu seine hohe Passive. Der Champion ist hier perfekt als Lead oder zumindest im Team zu verwenden. Grüne Gems empfehle ich euch allgemein für die Waves, dann kommt ihr dort schneller durch. Aber der Boss selber ist Void und auch die Champions, die mit ihm zusammen durch die Gegend rennen, also sprich seine drei Ads. Dazu natürlich wieder ganz, es ist einfach perfekt, ja, dass ein Free-to-Play-Champ wirklich so mega ist, und zwar Dragstar Bloodfin. Der Boss, die Ads, wenn ihn angreifen, kriegen LP-Burn. Es sind mehrere Ads, dadurch tickert LP-Burn öfters und somit sind wir safe, um die Debuffs zu setzen. Ich spiele mit Krisk. Warum mit Krisk? In meinem Fall einfach durch den passiven Angriffsverringer und Defenseverringer als AOE plus A1 Speedverringer sind natürlich nice to have. Wer Krisk nicht hat, dem empfehle ich, man kann jetzt mal schauen, ich habe es gestern, wo wir bei Dings drauf waren, bei Cold Brew, da ist er, da habe ich mit ihm, nicht Cold Brew meine ich, sondern mit BGH, haben wir eine Weile rumprobiert und dann hat sich schnell herausgestellt, dass wir zum Beispiel sehr, sehr gut Champions verwenden können. Das habe ich auch schon im Stream gesagt. Wenn ihr Paidmar zum Beispiel auf der A1, kritischer Treffer, Angriffsverringerer, ihr wollt einen Angriffsverringerer auf dem Boss haben, damit der euch nicht killt. Ja, das heißt, egal welchen Ad er angreift, die RNG von der AI mal den, je nachdem wer den härteren Hit bekommen hat, und ihr wollt die A1 auf den Ads, egal wo ihr draufhaut, den Angriffsverringer drauf haben. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit Maneater, der sogar die schlechtere Wahl ist, da er ein Angriffsheld ist und somit sowieso sehr schnell umkippt und Paidmar ein Defenseheld ist und deswegen länger lebt. Da ist der Maneater. Auch der hat auf der A1 einen Angriffsverringer, wenn er kritisch trifft, als AOE. Das sind super Skills, um euch das Leben dort zu erleichtern. Wer hier wirklich ein absoluter Key-Champ ist, ist Verderbnispriesterin. Durch ihren passiven jede Runde Debuff-Remove können wir Blocke Cooldown-Skills wegmachen. Wir können den Defense-Verringer wegmachen, wir können den Provoke entfernen und. Sie spielt im Relentless Gear. Damit der Heal uns ausreicht, werden wir mit Lugen spielen, der auf seiner A1 einen sehr guten Heal hat mit 25% des angerichteten Schadens. Das funktioniert vor allen Dingen dann, wenn ihr einen Defense-Verringerer auf den Boss habt. Oder auf den Ad, den er angreift. Das funktioniert mit allen Champs, die auf der A1 einen Angriffsverringerer haben, denn ihr werdet oft auf Cooldown-Skills laufen, also auf Cooldown, das heißt, ihr habt dann keine Skills ready, ihr habt nur die A1. Dort funktioniert welche Martyr sehr gut. Martyr auf der A1, Angriffsverringerer. Einige Champs haben auf der A1 einen Angriffsverringerer, die könnt ihr dort verwenden. Ich benutze deshalb bei mir Krisk, weil ich ihn halt habe, weil es am Passiven ist und damit wir den Damage der anderen ein bisschen nach oben treiben können. Wie gesagt, es funktioniert auch mit anderen Champs. Wir haben, oder meine ersten Teams, meine ersten Versuche, die ich gemacht habe und den Bots dann auch geschafft habe, war, dass ich hier mit Draconia gespielt habe für den Doppelheal im Passiven, beide im, Verderbnispriesterin in Relentless und Draconia sowie im Guide im Stunset, nur sehr schnell. Das funktioniert sehr, sehr gut und dann habe ich für den Boss als Angriffsverringerer eben Paidmar genommen. Und je nachdem, ob es reicht oder nicht, kann es sein, dass ihr zwei Champs im Lifesteal-Set machen müsst. Also, dass zum Beispiel Paidmar im Lifesteal-Set macht, damit sie safer durchkommt. Das funktioniert alles. Ja? Also, die Varianten gehen. Ich zeige euch jetzt die Variante, mit der ich spiele, die bei mir am schnellsten funktioniert.
Vor allem, weil die Gems gerade equipped sind. Über das Equip gehen wir dann gleich drüber. Und dann beim Boss sprechen wir mal über die Skills des Bosses. Denn die haben es natürlich auch in sich. Die Waves sind leichter als beim Griffin. Also beim Greif waren die Waves ein bisschen schwerer. Hier sind die Waves sehr, sehr einfach. Ja, man kann dann hier relativ schnell durchwaschen. Wenn man halbwegs ordentliche Gems hat, dann wird man gleich sehen, es kommt Eisener Brago, bam. Ja, One-Shot. So, dann warten wir jetzt, bis wir kurz durch die Waves sind. Wie gesagt, man sieht auch schon, es sind immer die gleichen Champs, ja, also hier mit Elegaios, es ist ein Champ, der wurde für Elegaios gemacht, der Boss. Ja, also die Idee war, dass man hier Elegaios verwendet, der funktioniert hier auch. Man sieht, die Waves sind alle dieselben Champs, ihr wisst ja, bei ihm funktioniert das so, dass wenn die Gegner die gleichen sind, dann benutzt er alle Skills dort auf alle Champs. So, jetzt sind wir beim Boss, noch mal kurz warten. So, der Boss fängt an, er spawnt die Ads und greift uns an und blocke Abklingzeitfähigkeiten. Einmal auf alle. Das heißt, alle Skills sind auf Cooldown. Dieser Skill, der uns dieses auf Cooldown setzt, ist die A3. Entschuldigung, die A3. Greift alle Gegner an, verleiht allen gegnerischen Fähigkeit Abklingzeit und füllt Iragos Rundenmeter für jede Abklingzeit Runde aller gegnerischen Fähigkeiten um 5%. Man kann das widerstehen. So liest es sich. Meine Doompriest rennt jetzt mit 350 Widerstand rum und trotzdem nicht widerstanden. Das heißt, probiert es erst gar nicht. Ja, das würde ich lassen, weil dann macht ihr so wenig Schaden, dass ihr am Ende nicht dabei rumkommt. So, dann hat er einen passiven und das ist das, was man gerade gesehen hat. Er beschwört zu jeder Runde drei Diener. Das sind immer links und rechts einen. Die können variieren. Das ist das, warum ihr so eine RNG in diesem Spiel habt, bei dem Boss. Und zwar spawnt er entweder den Wächter hier rechts. Oder zwei links und zwei linke, das sind jetzt hier die Guardian, nee, die Guardians sind nicht, die Wächter haben wir ja schon. Wie heißen die denn jetzt? Muss ich gerade mal gucken, was die für einen Namen haben. Die haben den Priester, genau, also wir haben einmal, genau, ein Priester war es und ein Wächter. Links sind die Wächter, rechts ist der Priester. Jeder dieser Priester und Wächter haben bestimmte Skills, unter anderem Provoke, Defense-Verringer, das ist ziemlich ätzend, weil wir dann den Boss nicht angreifen können. Vor allen Dingen der Defense-Verringer ist bitter. Wenn wir jetzt gegen den Boss kämpfen, ihr seht ja, er hat uns jetzt die Cooldowns zurückgesetzt und wird jetzt mit seiner A2 angreifen. Greift alle Gegner an, richtet Bonusschaden für jede verbleibende Runde der Fähigkeit Abklingzeiten. Sprich, zweimal Bonusschaden. Bei Chris ist seine Skill 3 Runden Cooldown, hat genauso und das plus 20% pro Runde Abklingzeit. Das heißt, seid ihr zu langsam und der Boss. Also wenn ihr jetzt hier drankommt, eine Runde weg, 20% weniger, eine Runde Cooldown weg, nochmal 20% weniger Schaden, dann könnt ihr den Schaden negieren. Und da ist wichtig, Angriffsverringerer auf den Boss. Der Schaden wird so stark irgendwann, ihr schafft ihn nicht mehr zu widerstehen. Vor allen Dingen dann, wenn ihr einen Defense-Verringerer von den Ads bekommt, das wollt ihr nicht. Deshalb Doompriest, um den Debuff zu entfernen und den Angriffsverringerer von Paintmark, Krisk, Maneater, was auch immer, um den Boss, den Angriffsverringerer zu setzen, damit ihr da leichter durchkommt. So, wir lassen es da mal laufen und dann werden wir dann inzwischen den Fights mal sehen, wenn dann die Ads dran sind. Jetzt haben wir den Blocker Abklingzeitfähigkeit bekommen. Jetzt haben wir gesehen, vom Wächter, da gesehen, Wächter, Provoke und den Defense-Verringer bekommen. Jetzt gucken wir gerade mal, ich mache euch mal was auf nebenher, dann lese ich es mal genau nach und kann ich euch das nebenbei besser erzählen. Moment, wart bitte kurz. Und zwar. Wo sind sie? Komm her. Also, wir haben einmal den Priester und den Minion Guardian. So, also, jetzt haben wir ja links die zwei, damit ich euch die Cooler und damit ich euch die Skills richtig sagen kann, ja. Also, die linken Beine sind ja die Wächter, ne? Und da ist es so, die greifen alle Gegner an und vergibt einen 60%, den großen Defense-Verringer-Buff. Und setzt einen Provoke-Debuff, wenn wir Blocke Cooler und Skills drauf haben. Das heißt, den wollen wir auf jeden Fall runter haben durch den Passiven von Doompriest. Und es ist so, dass er den Damage negiert von allen Verbündeten um 75% AOE-Skills. Das heißt, wir wollen natürlich keine AOE-Skills setzen, wir wollen Single-Target-Skills. Deswegen auch Lugen als Healer funktioniert, Wask übrigens auch sehr gut. Und wir haben rechts dann unseren Priester, der greift einen Gegner an und setzt einen Block Cooldown-Skills. Und er resettet alle Cooldowns von allen Gegnern, wenn er getötet wird. Also wenn wir den Rechten töten, also einen Priester, dann kriegen wir die Cooldowns zurückgesetzt. So, darauf würde ich mich aber nicht fokussen, sondern dann würden wir das einfach ausführen. Also sprich, wir würden es einfach machen, wenn das aus Zufall passiert. Dann würde ich zu viel Zeit verlieren.
So, man sieht es immer schön, wenn unser Lugen angreift, kommt ordentlich Schaden bei rum. Die Ads selber sind nicht besonders widerstandsfähig. Das muss man schon sagen. Ihr seht jetzt schon, jetzt hat er getauscht, jetzt hat er rechts einen Wächter gemacht und links zwei Priester. Also das ist RNG, wie das zustande kommt. Deshalb, da müsst ihr, es kann sein, dass er auch mal nur anfällt, weil ihr dann irgendwie anders Defense-Verringer oder Provoke drauf kriegt. Da war jetzt der Defense-Verringer, den haben wir sofort mit Doompriest entfernen können. Also mit Verderbnispriesterin. Und dadurch ist der One dann jetzt schon relativ gut. Wie gesagt, es kann schnell ausarten. Also wenn wir einen blöden Defense-Verringerer kriegen und Doompriest gerade keinen Rundenmeter ready hat, dann seid ihr RIP. Dann ist es halt so, und probiert es halt nochmal. Ich meine, es ist Level 120 Stage, maximale Größe. So, jetzt sieht man, links hat er jetzt einen Guardian geholt und einen Priester. Jetzt überlege ich gerade, so oft habe ich dann gar nicht hingeschaut. Ich glaube sogar, dass das wirklich absolut random ist. Ist gar nicht so, dass zwei links gleich sind, sondern es sind immer zwei von einem Typ. Aber drei hatte ich noch nie von einem Typ, muss ich dazu sagen. Kann vermutlich auch passieren, wenn es blöd läuft. So, hätten wir jetzt keinen Angriffsverringerer gehabt, wären wir jetzt tot. Definitiv wären wir jetzt tot gewesen. Der LP-Burn von Dragster macht jetzt den Rest. Also der Gegner wird sich jetzt hier Stück für Stück auseinandernehmen. So, da sind wir durch. Und man sieht jetzt schon am Damage-Verteilung her, Dragster Bloodfilm mit 2,6 Millionen einfach, ja, weit abgeschlagen. Einfach sein LP-Burn ist enorm. So, jetzt lassen wir nochmal einen Run komplett schnell laufen, damit wir es sehen. Und dann achten wir nochmal genau drauf, wie die Ads zustande kommen. Also, mein Tipp an euch, AOE Angriffsverringerer würde ich nehmen, zumindest Single-Target Angriffsverringerer hilft. Also auch ein Altan, ja. Dann hilft Provoke bei den Ads, damit sie nur ihre einen Gegner angreifen, einen bestimmten, wo das nicht so schlimm ist, wenn er jetzt zum Beispiel einen Dings macht, das funktioniert auch. Entscheidender ist eher passive Skills. Ihr wollt passiv LP bauen, passiven Heal, jetzt so wie bei Lugen, der greift an und kriegt automatisch für die ganze Gruppe Heal. Das funktioniert, wie gesagt, auch mit Voresk sehr, sehr gut. Ihr könnt auch mit Draconia spielen, die hatte ich am Anfang auch drin. Da der AOE-Stun, wenn sie drankommt, hilft auch, um die Ads unter Kontrolle zu halten. Sie hat einen Heal, sie hat Revive, wenn sie schnell genug ist. All das funktioniert. Entscheidend sind immer passive Skills. Ja. Wie gesagt, wir kriegen jetzt den Cooldown, zack. Dann kommt der LP-Bond drauf. Wir lassen es mal verlaufen. Und der Heal, alles easy. Bis jetzt ist alles noch relativ simpel. Der Boss droppt am Anfang relativ gut, bis die Ads das erste Mal ihre Skills ausführen, wie Blocke Cooldown und so weiter. So, wir haben unseren Blocker Abklingzeitfähigkeiten entfernt, das ist sehr gut. Die Weinwächter, da kommt Angriffsverringerer. Den können wir übrigens resisten. Also von den Ads könnt ihr den Defense-Verringerer könnt ihr resisten, wenn ihr genug Resistance habt. Da reicht 300 plus, also ich würde sagen 300 bis 350 solltet ihr haben. Dann könnt ihr diesen Defense-Verringerer von den Ads widerstehen. Was den Kampf natürlich sicherer macht, muss man natürlich auch sagen. Den Blocker Abklingzeitfähigkeiten könnt ihr nicht widerstehen vom Boss. Zumindest habe ich es noch nicht geschafft. Jetzt kann man mal gucken, ob wir den kriegen. Da sieht man jetzt immer, welche Verbündeten von mir ein bisschen Resistance haben. So, Lugen, wenn er wieder drankommt. Bam, Heal, zack, 10k. Natürlich super nice. Der Boss greift an. Da hat man schön gesehen am... Oh, das hat für Iron Brago ziemlich wehgetan. Er hat den Defense-Verringer gekriegt. Damit hat er den großen Hit bekommen. Und ein Defense-Held, der Defense-Verringer kriegt. Ja, das tut dem schon ziemlich weh. So, ein kleiner Tipp für euren, ich sag mal, Angriffshealer. Also sprich Lugen, Voresk oder dergleichen. Ihr solltet mindestens 200 Speed haben. Also um die 200 Speed. Ich hatte ihn mit 170, dann wird es zu langsam. Also mit 170 habt ihr echt ein Problem, dass der zu wenig drankommt und euch dann nicht mehr hielt. Also ihr solltet um die 200 haben. Ihr seht, jetzt haben wir die 230. Wenn wir uns jetzt die anderen Teams anschauen, bei den... Moment, wir gehen mal kurz hier drauf. Teams. Und wir sehen jetzt hier, also wir haben jetzt hier Murder Inc. hat zum Beispiel als Lead jetzt hier Martyr benutzt, auch grüne Champs, um durch die Good Waves gut durchzukommen. Hat jetzt für die Debuff-Blocks eine Siphi benutzt. Funktioniert auch genauso wie natürlich Lily funktioniert. Damit habt ihr natürlich auch keine Probleme, dann gezielt dort die Debuffs zu blocken. Cold Brew hat es auch mit Chris gemacht, so ein ähnliches Team, wie ich vorher gespielt habe. Sprich ohne Lugen, aber dafür mit Draconia. Das funktioniert sehr, sehr gut.
Wir haben auch zweimal hier, das ist ein sehr gutes Beispiel, es gefällt mir sehr gut von Nico hier. Der hat jetzt den Passiven genutzt von Jarek. Denn Jarek hat auf dem Passiven, immer wenn ihr 20% Lebenspunkte verliert, kriegt ihr einen Dauerheilungsbuff. Der wird nicht entfernt, der ist dann da, das heißt, es ist ein schöner passiver Heal. Funktioniert auch sehr gut. Dann ist zum Beispiel bei K1er Gamer, er nutzt Vorgos. Vorgos hat einen sehr guten passiven Heal. Die ist sehr langsam, der, die, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es der oder die ist. Die ist sehr langsam, Base Speed 90, aber macht sie auf extrem viel LP. Und dann Frenzy Set zum Beispiel funktioniert sehr gut, wenn sie LP verliert, dass sie dann einen Rundenmeter bekommt und heilt, wann immer dieser Champion angegriffen wird, alle Verbündeten um 50% und bei Bossen 25%. Da der Boss gut Schaden macht, 25% Heal bekommt ihr wieder. Das ist ein extrem guter passiver Heal, der wird von den Cooldown Skills ignoriert. Das macht es dort viel, viel auch sehr, also wirklich leichter am Leben zu bleiben, weil darum geht es eigentlich nur. Dann haben wir hier zum Beispiel Altan, aber auch hier wieder die Kombination. Hier haben wir Paidma drin für den Angriffsverringerer und dort haben wir Altan drin für den Angriffsverringerer und Bad L zum Glänzen und Healen wegen AOE. Dort wieder eine Paidma. Also ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Ihr wollt am Leben bleiben. So, jetzt gehen wir mal über die Champs, die ich jetzt hier gespielt habe, wie ich sie gespielt habe. Chris, das Schildset ist vollkommen egal. Da geht es um den ersten Damage. Da der erste Damage immer abgefangen werden kann, ist nicht so schlimm. Entscheidend wäre hier die Genauigkeit und der Speed. Wie gesagt, die 200 sollte da knacken. Um die 200 Speed, genau 200, um die 200 Speed sollten es sein. Dann haben wir verwendet schon Draconia und zwar im Stun-Set mit 241 Speed und 331 Genauigkeit. Da geht es wirklich nur um Geschwindigkeit und den Stun, damit sie mit dem Passiven hielt. Ich habe auch probiert auf Widerstand zu spielen, genauso wie bei Griffin. In dem Video davor könnt ihr euch angucken, wie ich es dort spiele. War ich nicht so begeistert von, muss ich ehrlich gestehen. Dann funktioniert natürlich auch eine Lilly sehr gut. Wenn sie, ihr seht, jetzt fehlt mir hier ein Item, ne? Also dann 200 Speed Widerstand. Dann funktioniert das dort sehr gut. Also sprich, wenn wir sie so machen würden, dass wir jetzt nochmal hier Widerstand drauf und dann über die 200 Speed kommen, dann funktioniert auch sie dort sehr gut. Dann haben wir Lugen, wie gesagt, an die 200 Speed. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr. Ich könnte jetzt hier noch Glyphen. Vielleicht ein paar Items. Mal gucken, ob wir hier. Ja, wir haben noch ein paar Glyphen, könnte man noch aufmachen, gute. Ja. Wollen wir aber nicht, wir wollen, jetzt lassen wir das so, wie es ist. Wichtig ist wirklich LP hoch und er muss critten und dann ordentlich Crit Schaden machen. Schaut euch den Guide an von ihm, er ist genauso equipped wie im Guide. Wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, einen Gegenangriff zu machen, wenn er einen großen Hit kriegt, damit er, wenn er getroffen wird, einen Gegenangriff macht und gleich mal wieder 10k Heal raushaut. So, dann hätten wir, wie gesagt, wenn ihr einen Maneater spielt, braucht ihr Genauigkeit. Im Prinzip spielt ihr so, wie Paidma ich jetzt hier spiele. Paidma hat jetzt 3394 Defense plus die 700 oder 600 Passiv vom Eisernen Brago und dann nochmal die Aura mit 34%, also ihr kriegt nochmal knapp 1000 dazu. Über 200 Speed, Crit-Quote, Crit-Damage, die macht Schaden, deswegen solltet ihr die Crit-Quote hoch machen mit Crit-Schaden. Crit-Quote braucht ihr sowieso, sonst sitzt die A1 nicht, denn die A1 macht nur Angriffsverringerer, wenn sie crittet. Bei den Masteries bin ich standardmäßig. Ja, ist eine Standardvariante, wobei beim Bossen immer gerne die A1 verwenden würde, weil ihr mit der A1 einfach einen Bonusschaden macht. Ja, und hier wäre die Gegenangriffschance auch nicht schlecht. Wie gesagt, sie ist sehr alt. Mit Lifesteal-Set würde das noch besser funktionieren, falls ihr Probleme habt. Ja, und dann last but not least, Doompriest. Doompriest ist für mich so der Key-Champ beim Boss, da sie einfach mit dem Passiven, wenn sie dran kommt, Blocker-Abklingzeit-Fähigkeiten macht. Ich spiele sie mit Relentless Gear, das braucht ihr nicht. Ihr könnt sie auch mit normalem Gear spielen und auf 205 Speed machen. Ich würde sie ein bisschen auf Widerstand machen, damit sie den Defense-Verringerer nicht kriegt. Und dann heißt es einfach nur schnell sein, damit die Passive so oft wie möglich drankommt. So, welche Champs funktionieren dann noch? Im Prinzip, wie gesagt, alle, die was Passives haben. Also, ich würde euch gerade mal kurz Jarwang nochmal durchsprechen. Jarwang seine Passive. Verleiht einen Verbündeten für eine Runde einen Dauerheilungsbuff, wann immer ein Verbündeter unter 20% seiner maximalen Lebenspunkte droppt. Das heißt, kriegt der große Hit, kann es auch dreimal sein, dann kriegt er dreimal einen Dauerheilungsbuff. Das sind halt 15% Heal. Habt ihr Beispiel 40k, dann kriegt ihr knapp 5000 Heal wieder zurück. Wieso nicht? Wenn das zweimal ist, auf jeden Fall mitnehmen. Bonus Heal ist wichtig. Da hatten wir Vorgos ist entscheidend. Dann haben wir hier auch bei ihr A1 Provoke, ja, aber der passive Verbündetenschutz kann helfen, ja. Wenn man es richtig macht, entscheidend sind wirklich passive Skills. Als Healer, wenn man wirklich einen Healer benutzen möchte,
Jetzt muss ich mal meinen Wurask suchen. Wenn man ihn braucht, findet man ihn nicht. Dann gehen wir einfach hier bei Wurask gucken. Orks. Wurask A1. Greift der Gegner an, füllt das Runde, die sich schon mit um 20% wie sie Angriff kritisch trifft. Das ist super. Perfekt auch dafür. Vor allen Dingen könntet ihr ihn im Schildset spielen, dass er den ersten Damage futtert. Macht ihn sehr schnell. Wie gesagt, 200 Speed sollte eure Range sein. Die Aura, wie gesagt, gilt nur in Dungeon. Ihr könnt da ignorieren. Die A2, egal. Es geht um die A1. Ja. Ihr wollt dann auch den Gegenangriff von der Mastery haben. Aber das ist entscheidend. Halt verbindet um 10% seiner maximalen LP. Es geht nicht darum, dass er Schaden macht. Es geht darum, dass er viel Lebenspunkte hat. Das heißt, macht ihn auf Crit und so viel Lebenspunkte wie möglich. Wenn ihr jetzt 100.000 Lebenspunkte macht, was mit 24.000 Base LP nicht schwer ist, heilt ihr euch wirklich mit 10k pro Hit. So, 100.000. Wenn wir jetzt 24.000 Lebenspunkte haben, wir machen zwei Items A 0,6. Ja, dann sind das mal zwei. Dann hätten wir schon 30.000 Lebenspunkte nur aus den Main Stats des Handschuhs und des Brustpanzers. Das jetzt plus dazu, die 24.000, dann wären wir schon, ach Quatsch, plus 24.000. 28.000 plus 24.000. Man sollte richtig rechnen. Dann wären wir schon bei 80k. Ja, und dann den Rest durch noch Glyphen in den Substats LP-Prozent oder so und dann im Schuh vielleicht noch und dann habt ihr das. Also kann ich euch nur empfehlen, der funktioniert dort sehr, sehr gut. Ich habe mein Equipment auf Lumen geswitcht, weil Lumen mir in den Waves halt schneller durchgebracht hat. Funktionieren tun beide. So, dann hoffe ich, dass ich euch ja, damit helfen konnte. Halt, stopp, eins habe ich noch und zwar Elegaios. Das Thema kommt schnell auf. Elegaios hat ja auf der 1-Blocke Ablenkzeit Fähigkeiten und auf der A3 greift den Gegner, verleiht allen Fähigkeiten des Ziels Ablenkzeit und greift alle Gegner an und bietet eine Chance, zwei zusätzliche Waffen zu entfernen. Ja? Und verhindert den Tod. Der Passive funktioniert gut. Die A1, jetzt kommt's, er benutzt dann immer die A1 auf die Ads, er geht nicht auf den Boss. Das wollen wir nicht. Leider. Er geht dann immer auf die Ads drauf und da ihre A1 sowieso ihr Main Skill ist, könnt ihr das gerade ignorieren. Ja? Also Blocker Ablehnzeitfähigkeiten bringen dort nichts. Deshalb lasst es mit Elegaios zu spielen. Schade, wenn ihr ihn spielt, spielt ihn einfach als normaler Supporter wegen viel LP mit guten Base Speed machen und so. Das könnt ihr machen, aber nicht mit dem Hinblick auf, oh ja, ich brauche unbedingt den Skill dort. Also. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie ihr den Boss spielt und beziehungsweise worauf ihr achten sollt. Und ich habe es schneller geschafft als den Griffin, den Boss. Tatsächlich, da man die Mechanik mit einem Angriffsverringern, einen guten Heal und Doom Priest relativ schnell equippen kann. Wenn man Doom Priest nicht hat und man bekommt die Debuffs, den Blocke Cooldown Skills auf jeden Fall, dann müsst ihr auf Widerstand spielen. Dann braucht ihr viel Widerstand oder Blocke Debuffs Buff, damit ihr von den Ads den Defense Verringerer und den Provoke nicht bekommt. Denn der Defense-Ringer führt dazu, dass der Boss euch einfach one-shottet. Ja, das geht dann so ruckzuck. Das heißt, habt ihr Doom Priest nicht, macht einfach ein Team, baut alle auf 350 Widerstand und dann seid ihr auch dort safe. Okay, jetzt aber. In diesem Sinne wünsche ich euch einen geilen Tag. Habt ein geiles Leben. Geiles Leben. Einen geilen Tag in Raid. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farfdorf. Ciao, ciao.